So, 3-2-1, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Und Moment. Warum wird es nicht fertig? Ah Gott. Wir haben schon wieder keine Rubels mehr. Hier wird Kohle gefördert. Ein Bohrturm. Eine Zeche, oder? Wie werden die hier benannt? Eine Kohlemine. Da brauche ich natürlich Arbeiter. Vielleicht kann ich die von hier irgendwie rübersetzen mit Bussen. Oder auch nicht. Des Weiteren ist eine kleine Fördererlinie. Um näher an diese Grenzstation zu kommen. Und dann soll nach Möglichkeit ein LKW permanent hin und her pendeln. Da, 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 da. So, wie sieht's eigentlich hier aus? Holz gibt es schon lange keins mehr. Ziemlich abgeerntet alles. Gebäude ohne Stromversorgung, ja. Sobald wir ein bisschen Rubel wieder in der Tasche haben. Müssten wir uns wieder Strom leisten können. Bevölkerung wird aktuell sogar mehr. Das lohnt sich überhaupt nicht hier, aber eine stetige Einnahme. Wir spielen ja ohne Benzinkosten. Derzeit ohne Strom. Scheiße. Wir müssen wieder eine große Lieferung an die Grenze bringen. Der Zug fährt ab. Schade. Der hatte wohl nicht so viel dabei. Hier ein paar LKWs. Was bringt ihr denn? Fleisch. Fleisch ist schon mal gut. Und nochmal Fleisch. So. Wo ist der nächste Zug? Da kommt er. Und hat auch nicht viel mit. Ein wenig Kohle. Schlecht, schlecht, schlecht. Tonnen. 20 Tonnen. Ah. Das ist echt zu wenig. Fast fertig. Okay.
können wir sonst auf einen Dollar mal umsteigen. Papa, papa, papa. Rohstoff speichern. LKW-Rohstoffe beladen. Für 5.000 kommt den Förderer dazwischen. Probieren wir mal. Passt. Passt. Okay, dann eine billige Straße. Normalerweise muss ich die gar nicht anschließen. Aber irgendwie Straßen gehören dazu. Und weiter geht's. Mehr Straßen. Oh Gott. Jetzt gehen mir die Dollar auch aus. Dann warten wir mal kurz. Da, da. Bin echt neugierig, ob das so funktioniert. Natürlich brauche ich dann auch noch Strom. Aha. Alle Sachen, die nicht perfekt sind. So, jetzt werden es mehr Rubel. Komm. Scheiße. Tickert immer wieder auf Null zurück. Stellenweise haben wir mal kurz Strom. Ist irgendein Zug gerade da? Hier kommt da einer. Okay. 21.000 mit Öl. Tonnen Öl. Aber warum keine Bitum mehr?
toll. Okay. Diese Ladestation. Komm, dann ein Depot kostet 14.000. Ach, habe ich hier irgendwo ein Depot in der Nähe? Ist eine Station. Ladestation, Ladestation. Mist. Wir müssen doch hier irgendwo ein Depot haben. NATO-Grenze, dann haben wir hier das Depot. Für Dollar. Öltank. Geschlossener LKW. $3.000. Komm, das leisten wir uns. So. Kannst du von hier beladen mit Bitumen? Irgendwo hinfahren. Das ist der längste Weg. Go. Okay, jetzt haben wir auch zumindest wieder mal ein bisschen Geld. Leiste ich mir, glaube ich, eine Ladestation. Da, 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 da. Ey, Quatsch. Ne. Ein Depot. Nein. Vergessen auf Rubel umzustellen. Ach Gott. Um Gottes Willen.
Ja, das kann dann noch ein bisschen dauern. Keine Arbeiter, keine Stromversorgung. Ja. Ja, hätte ich ein Depot gehabt. Okay, dann kaufe ich mal bei dem Depot schon einen Kipper. Ja. Kohleerz. Der nachher von hier nach da fährt. Warum nicht? Okay, machen wir später. Ba, 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 ba. Mittelspannungsleitung. Dann erstmal hier hin. Das machen wir dahin. Die kleine Leitung anschließen. Okay, jetzt sehe ich das Problem gerade. Zack. Oh Gott. So. Okay, damit müsste aber jetzt das passen. Geld. Ein Busdepot, Busplattform klein, Straße, zurück, Fußwege. Okay, dann hätte ich gern ein neues Fahrzeug, und zwar einen Bus. In der Mine könnten 220 Leute arbeiten. Dann nehmen wir mal einen großen Bus. Passagiere, Passagiere.
Wir nehmen den. Und du fährst von hier. Kann der direkt in die Mine fahren. Start. Irgendwo brennt ein Gebäude, da muss ich mal kurz schauen. Haben wir hier Feuerwehr? Und wo bist du? Bus? So. Wo ist unsere Feuerwehr? Leute, könnt ihr mal losfahren? Krankenhaus. Krankenwagen. Hallo Feuerwehr. Gott. Los, dann bauen wir schnell eine. Das wird zu spät. Das wird sowas von zu spät sein. Komm, schnell, Straßen. Oh Gott. Ah, jetzt kommt ein Feuerwehrauto. Meine Fresse. Los, Feuerwehr. Ran da. Und da. Meine Güte. Das dauert aber auch. So, scheiße. Eigentlich ist die Folge schon wieder zu Ende. Gucken wir mal. Arbeiten hier schon Leute? Ist hier schon ein Bus mal unterwegs gewesen? Fährt grad. Ohne Arbeiter. Okay, das ist ein bisschen schade. 38.000, das heißt, wir leisten uns noch einen Plattenbau. Einen großen. Und ein paar Fußwege. Denn Fußwege sind geil. Okay, keine Ahnung, was das für ein komischer Weg gerade ist. Egal. So, hier warten ein paar Passagiere.
ein... Oh Gott. Ja, das Geld, das wird schon wieder knapp. Dann jetzt wirklich erstmal Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.